dem 0:5-Debakel gegen Innsbruck erste Konsequenzen. Erstmals in dieser Saison im Tor Erich Weidenauer anstelle von Alexander Schittkow, dem ehemaligen Teamtormann der UdSSR. Ja, eine ruppige Partie bekommen die 4000 Zuschauer auf dem Feuchtplatz in St. Pölten heute zu sehen. Hier einige Eindrücke, Foul von Schinkels an Rühmkorb. Nicht weniger als 8-mal gelb muss Schiedsrichter Benke zeigen. Wurz bringt hier Milewski zu Fall. Immer wieder unschöne Aktionen. Und Schiedsrichter Benke hat alle Mühe, das Spiel unter Kontrolle zu halten. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass die einzigen gefährlichen Situationen in der ersten Spielhälfte aus Freistößen resultieren. Die Foul an Barisic, die Mödlinger spielerisch leicht überlegen. Er selbst tritt an und knapp am Tor vorbei. St. Pölten zuletzt als Auswärtsmannschaft in Innsbruck und Salzburg so stark. Heute zeigt man als Heimmannschaft eindeutig Schwächen. Dieser Freistoß von Vastic knapp am Tor vorbei. Knapp vor der Pause noch ein Freistoß. Grotter ganz frei und er scheitert an Erich Weidenauer. In der Halbzeit wird das Flutlicht eingeschaltet und es folgt die Erleuchtung für die Spieler. Freistoß, Rankovic, Rühmkopf macht das sehr schön und Horst Kirasic pariert glänzend. Weiterhin 0:0. Das Spiel wird abwechslungsreicher und es bleibt ausgeglichen. Hier Foul an Ramusch. Jetzt zeigt sich, wie aufgeheizt die Atmosphäre ist. Freistoß. Rotter und das ist das 1:0 in der 66. Minute. Teamspieler Leopold Rotter zeigt einmal mehr seine Gefährlichkeit bei Freistößen. Und St. Pölten setzt nach. Schinkels. Schöner Heber, aber auch über das Tor. Ja, plötzlich kommt Leben in dieses Spiel. Und eine schöne Aktion der Mödlinger. Brankovic. Und seinen Stangelpass kann Nikischer nicht verwerten. Allerdings hat sich der Ball auch versprungen. Man kann es kaum fassen. Es bleibt beim 1:0 für St. Pölten. Hier ein Foul von Rotter am eingewechselten Bauer. Und nach 8-mal Gelb die erste Rote in diesem Spiel. Eine sicher harte Entscheidung von Schiedsrichter Benke. Der Kapitän Leopold Rotter in der 77. Minute das Spiel vorbei. Eine Chance haben die Mödlinger noch durchwachter. Es bleibt aber beim 1:0 und Frankie Schinkels resümiert. Wir haben 200% gekämpft, keiner kann sich beschweren, aber es war nichts vom Schönsten, das Fußball, was wir gezeigt haben heute. Ich habe das Gefühl gehabt, beim Kämpfen sind beide Mannschaften vielleicht ein bisschen zu weit gegangen sogar. Ja, ich meine, wir sicher, gebe ich ehrlich zu, ist ja wahr. Aber für uns geht es um alles. Ich meine, wenn wir da gegen Mödling zu Hause nicht gewinnen, dann haben wir in der Zehnerliga nichts zum Suchen. Ja, und als Musikuntermalung hätten da wohl am besten die lustigen Holzhacker Burm gepasst. Das Spiel Sturm Graz gegen Vorwärts Steyr endete vor 6500 Zuschauern 3:1 für die Oberösterreicher. Marco erzielte zwar in der 29. Minute das 1:0 für Sturm, da spielte Sturm aber nur mehr mit 10 Mann, denn Deveritsch war in der 10. Minute nach einer Kontroverse mit Steyr-Tormann Trost ausgeschlossen worden. Dann drei Tore der Oberösterreicher durch Kogler, Knoflicek und Niederbacher, alle drei Tore per Kopf. Ein Freistoßtor des Ungarn Peter Wick in der 61. Minute hat gestern das 61. Linzer Derby zugunsten des Latzke und zu Ungunsten von Stahltrainer Didi Mirnek entschieden. Er wurde heute von Felix Latzke abgelöst. Für die Wiederholung das 1:0 für den Latzke. So, ein Blick auf die Ergebnisse. Admira Salzburg 1:2, Innsbruck Rapid 0:0, St. Pölten Mödling 1:0, Sturm Graz Steyr 1:3 und gestern Stalins gegen den LASK 0:1. Das Spiel Austria gegen Sportclub wurde erfunden haben.